Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Unity of Command 2 Barbarossa. Und diesmal verschlägt es uns in die Ukraine. Steigen wir gleich mal ein. Ukraine, 11. Juli 1941. Im Gegensatz zur Lage weiter nördlich haben die russischen Verteidiger in der Ukraine zwar schwere Rückschläge erlitten, sind jedoch nicht zusammengebrochen. Panzergruppe 1 hat die sowjetische Verteidigung bei Schytomyr durchstoßen und sieht bereits die Türme von Kiew am Horizont. Die Deutschen müssen eine Entscheidung fällen, Kiew jetzt erstürmen oder die Panzer nach Süden umleiten, um die russische Südwestfront einzukreisen. Meine Wahl wäre relativ einfach, nach Süden, um die russische Südwestfront einzukreisen. Szenario starten. Ukraine-Szenariobesprechung, OKH-Meldung. Kiew ist ein verlockendes Ziel, doch für das OKH hat die Vernichtung der Roten Armee oberste Priorität. Du musst die großen, aber unorganisierten sowjetischen Panzerverbände ausschalten, die noch immer mit dem Gegenangriff westlich von Kiew beschäftigt sind, und dann nach Süden vorstoßen, um die gesamte Westukraine einzunehmen. Wenn du schnell bist, kannst du Dutzende russische Divisionen einkreisen und vernichten. Die folgenden Einheiten wurden vom OKH neu zusammengestellt, nachdem sie im Kampf aufgerieben wurden. Divizia 13, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, 111. Infanteriedivision. Du musst die großen, aber unorganisierten sowjetischen Panzerverbände ausschalten, die noch immer mit dem Gegner westlich von Kiew beschäftigt sind. Dann nach Süden vorstoßen. Schauen wir uns mal an, wie groß ist die Karte. Für Barbarossa-Verhältnisse. Oh doch, die ist groß. Alles klar, das wird interessant. Bewegungskrieg vom Feinsten hier. Tiraspol bis Runde 5. Kirovorat bis Runde 8. Knackig. Und Mykolajiv bis Runde 10. Kiew bis Runde 14 halten. Südwestfront zerstören, nimm 140 Gefangene. Balta bis Runde 7. Tiraspol, Kirovograd, okay. Und Kriviri bis Runde 10. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Zeit, um die Lage hier ein wenig zu analysieren. Also, diese Karte hat schon so ihre Tücken. Vor allem Kirovograd bis Runde 8. Da kannst du eine Lösung geben, das muss unsere Panzergruppe 1 machen. Den entscheidenden Hinweis darauf, wie wir dieses Szenario angehen, geben uns die Nachschubwege der Russen. Denn man kann hier sehen, dass der Nachschub vor allem von Ost nach West fließt über diese Trasse hier. Also letztendlich die Trasse, die nach Bila Tserkava führt, ja, und von dort aus, sowie von der Trasse Balta-Vinica hier hoch, kommt der Nachschub in diesen gesamten Bereich der Ukraine. Das bedeutet, wenn ich die Trasse hier oben irgendwie unterbinden kann, abschneiden kann und die Trasse hier unten abschneiden kann, dann ist mir schon mal viel geholfen. Wir haben hier drüben die Heeresgruppe Süd, die wird letztendlich die Gegner vor sich hertreiben und wir müssen gucken, dass wir hier hinten absichern. Tiraspol, wir bekommen in der Runde 2 jede Menge rumänische Divisionen, die ungefähr in diesem Bereich hier unten aufschlagen. Das heißt, ab der Runde 2 können wir unten offensiv tätig werden. Wichtig wäre es jetzt für den Beginn, denke ich, dass wir Brückenübergänge sichern. Und zwar haben wir hier oben einen Brückenübergang und hier unten. Drum gucken wir, es ist ja schon mal sehr gut, dass wir hier schon mal ziemlich viel deutsche Infanterie mit Artillerie haben. Schauen wir mal, ob wir die verstärken können. Leider nicht. Aber vielleicht kaufen wir denen noch einen Infanterietruppenteil dazu. Zumindest einen. Und wir könnten gucken, dass wir die deutschen Einheiten hier vielleicht noch mit irgendjemandem verstärken. Ist bloß die Frage, mit was? Vielleicht mit einem Sturmgeschütz. Das finde ich den Angriff ja schon mal nicht so schlecht. Ja, wir nehmen dann Sturmgeschütz mit. Ist auch eine gute Division. Dann die 11. Armee hat den Auftrag, Balta möglichst schnell einzunehmen, um die Bahnlinie hier zu unterbrechen. Das heißt, wir sollten denen durchaus noch mehr Schlagkraft mitgeben. Könnten wir die Einheiten hier noch ausrüsten mit Offensiv. Angriff 1, Panzerkampfwagen 2, Angriff 5, das ist schon mal ganz gut.
Weißt du was, wir geben den Panzerkampfwagen 2 mit. Ein Infanterietruppenteil. Und ich denke mal zur Unterstützung auch noch die leichte Feldhaubitze. Die haben wir bloß noch einmal. Überlegen wir uns. Müssen wir gucken. Hier bei der Heeresgruppe Mitte werde ich jetzt nicht allzu viel machen. Wir können mal kurz gucken, ob ich bei der Heeresgruppe Süd, ob ich irgendwelche Brücken bauen kann. Brücken reparieren? Nee. Brücken bauen auch nicht. Können wir hier unten Brücken bauen? Nee. Sprengen. Wir können Einheiten überversorgen. Das machen wir noch gegen Ende. Dann die 13. Panzerdivision und die 14. Panzerdivision, die sind hier bei Kiew doch auf verlorenem Posten. Und wir sehen jetzt auch gleich, dass sie ein massives Nachschubproblem haben. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht beheben können. Doch, wenn wir hier was hinsetzen. Ist die Frage. Nee, es ist keine Frage. Ich kann den Bereich ja gar nicht sichern. Nee. Ich kann den Bereich ja gar nicht sichern. Sind auch nicht in der Nähe ihres Hauptquartiers, das heißt, ich kann die hier auch nicht verstärken. Wir werden die schnell zurückziehen. Für die Panzergruppe 1 gilt folgendes wichtiges Ziel. Die Eisenbahnkreuzung unten südlich von Berchiv einnehmen und die Eisenbahn bis zu dieser Kreuzung hier oben freimachen, damit wir hier Versorgungswege haben. Das ist das Hauptziel der Gruppe da oben. Frage ist, wie wir das am sinnvollsten erreichen. Diese Truppenteile hier können wir auch gar nicht mehr verstärken. Panzergruppe 1. Sollten wir tatsächlich jetzt einige Einheiten ein wenig aufrüsten? Wir rüsten auf. Tja, viel haben wir nicht mehr zum Aufrüsten. Nehmen wir nochmal Artillerie mit. Die Jungs hier kriegen noch eine Pack mit. Eine Flak, aber die wird als Pack eingesetzt. So, Samson. Haben wir noch Einheiten, die wir dringend verstärken sollten oder müssten? Ich finde die Situation hier auch sehr unübersichtlich. Die ganzen Verbände sind auch kreuz und quer gemischt. Oh, wir haben noch 16 Infanterietruppenteile zu vergeben. Das ist gut bei der Heeresgruppe Süd. Das machen wir doch glatt. Nicht zu viel, dass die Erfahrung nicht komplett verloren geht. Dann haben wir noch deutsche Panzertruppenteile zu vergeben. Machen wir hier. Ungarische Infanterie. Gut. Schauen wir bei der Panzergruppe 1. Wir haben noch deutsche Infanterie. 11 Stück zu vergeben. Ja, das passt. Deutsche Panzer, da brauchen wir nichts aufstocken. Und schweres Infanteriegeschütz 33 haben wir noch. Die sollten wir an eine Panzereinheit anhängen. Oder? Ist die gezogen? Wahrscheinlich. Kompatibel Angriff 4, Verteidigung 4, Artillerie plus 2. Na ja, gut, wie der Name schon sagt, Infanteriegeschütz, gell? Hängen wir den Infanterie dran. 70 Punkte haben wir noch. Können wir noch Einheit überversorgen? Ich überversorge mal hier unsere Panzer. Beim Antonescu. Nachschublieferung. Fragt sich, ob sich hier noch jemand lohnt zum Überversorgen. Da kaufen wir uns noch 2 Infanterietruppenteile. Gut. Heeresgruppe Süd. Vielleicht verlege ich die gleich mal ein bisschen nach vorne. Die Panzergruppe 1, die ist mir ehrlich gesagt auch zu weit
östlich hier noch. Die Frage ist bloß, wohin. So, sieht doch jetzt besser aus. Antonescu steht mir auch ein bisschen weit hinten. Ja, wobei, den brauchen wir hier noch, weil hier die ganzen Einheiten noch kommen werden. Gut. Haben wir alles ausgegeben. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viel wird. Starten wir die Runde. LKWs haben wir noch. Schauen wir nochmal nach. Tja. Ich heb mir die hier ganz gerne auf. Vielleicht aber tatsächlich jetzt noch in dem Bereich hier. Gut. Legen wir mal hier ganz weit in den Bereich hier im Norden. Bei der Heeresgruppe Süd. Gut, da müssen wir letztendlich in Anführungsstrichen nur schauen, dass uns hier keiner über den Fluss kommt. Wir selber werden da nicht drüber. Korosten. Von hier oben kommt natürlich halt auch viel. Nehmen wir jetzt erstmal hier die einzelnen Leute gefangen. 1 zu 1, 0 zu 2. 0 zu 2 finde ich sehr lohnend gegen Panther. Vielleicht können wir hier auch tatsächlich etwas Druck machen. Wir haben einmal Bomber und wir haben einmal Präzisionsbomber. Zerstöre eine Brücke oder entferne zwei LKWs von einem feindlichen Nachschubpunkt. Haben wir denn jetzt gerade hier schon irgendeinen interessanten russischen Nachschubpunkt, der sich für uns massiv lohnen würde? Ich denke tatsächlich nicht. Weil wenn ich den hier wegnehme, dann ist der immer noch da. Wobei hier oben in dem Bereich könnte es interessant werden. Auf der anderen Seite versorgt der hier auch nur die Hälfte bis hier runter. Sehe ich jetzt gerade noch nicht, dass uns das von großer Bedeutung ist. Das war ein teurer Angriff. Das war ein teurer Angriff. Erstmal hier die ganzen versprengten russischen Einheiten hier noch rausbekommen. Und die Einheiten nachziehen. Doch hier auch ohne Nachschub, oder ja? Ist die Brücke da zerstört? Nee. Sehr unübersichtlich hier die Lage. Null zu drei. Es wäre natürlich schon interessant, hier die Einheiten, dass wir die hier rausbekommen. 1 zu 1, 1 zu 1. Oh, da muss ich echt aufpassen. Das ist ja unser Nachschub nicht. Ja, da muss ich hier aufpassen, dass unser Nachschub hier nicht unterbrochen wird. Mit wem komme ich denn da hoch?
Hier oben muss ich auch aufpassen. Ist ärgerlich, solange meine Infanterie hier noch nicht nachgezogen ist. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir jetzt hier. Bis ich jetzt hier genau weiß, was hier Sache ist. Panzergruppe 1. Wir regeln hier mal ab. Da muss man doch schauen, dass wir hier noch möglichst viel rausbekommen. Wir werden hier mit unseren Fliegern bombardieren. Immer noch bloß 1 zu 1. 0 zu 2 allerdings mit der motorisierten. Beide mal 0 zu 2. Dann nehmen wir den vorderen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich noch Einheiten habe, die hier meinen Nachschub sichern. Wird interessant. Da komme ich nicht rüber. Ja, ich brauche hier oben eine Einheit zum Absichern. Ziehen wir jetzt die Panzer erstmal hier zurück. Zurück ist vielleicht das falsche Wort. Gut. Da werden wir den Anschluss schon wieder finden. Sorgen machen mir diese Einheiten, die hier noch bereitstehen. Ja, muss ich jetzt tatsächlich. Schickst du mir. Die können das wahrscheinlich hier nicht halten. Die werden Schütte mir nicht halten können. Schwere Entscheidung jetzt hier, wenn ich da zur Sicherung lasse. 1 zu 1. Nee, aber ich muss hier sichern. Ansonsten wäre es natürlich gut, hier nachzurücken. Ich würde zu gerne hier nachrücken, ich kann nicht. Ich muss hier absichern. So, die Einheiten sind jetzt alle bewegt. Ja. Panzergruppe 1 von Kleist. Ah. Was? Wir machen es doch rückgängig. Ha, wir haben hier noch eine Einheit. Dann können wir nämlich doch hier vorrücken. 1 zu 1 gefällt mir nicht. Da kommen wir hin.
Ja, sind echt eine Menge Einheiten zu bewegen hier. Proskurov. 1 zu 1. Ja, da möchte ich eigentlich darauf warten, dass wir den Nachschub. Der Nachschub ist doch jetzt hier. Noch ist er nicht weg. Wir müssen von Süden kommen. 4 zu 0. Denke ich, sollte nicht. Ja, doch. Eigentlich kann ich schon in die Nähe der Einheiten kommen. Können wir auch schon mal beginnen, hier aufzuweichen. So, natürlich schauen wir uns mal die Bangleise hier freikriegen. Die Einheiten aus der Etappe nachziehen. Gut, schauen wir jetzt mal hier im Süden, dass wir vielleicht die Brücke einnehmen können. Einmal Artillerie ran, das zweite Mal ran, was war jetzt? Nachschublieferung verlassen. Nach Abalta hoch. Haben wir noch Truppenteile? Nee. Und hier stellen wir die Einheiten zur Sicherung an die an den Fluss. Das Szenario wird mir graue Haare machen, da bin ich mir sicher. Ich kann es direkt in meinem Bart sehen, wie es grauer und grauer wird. Ich denke mal, dass hier die Angriffe jetzt momentan noch keinen großen Sinn machen. Wir könnten natürlich schauen, das heißt wir könnten, das werden wir auch machen, dass wir hier über den Fluss schon übersetzen. Moment, das war suboptimal. War es eigentlich nicht, dann haben wir Artillerie dran. Dann können wir nächste Runde da übersetzen. Die 11. Armee Pontonbrücken bauen. Wir könnten auch Pontonbrücken bauen. Das wäre jetzt nicht so verkehrt, dass wir hier in dem Bereich eine Pontonbrücke bauen. Um dann schneller rüber zu kommen. Und tatsächlich vielleicht auch noch halt 11. Armee, noch eine weitere Pontonbrücke in diesem Bereich. Halt, die war nicht gut, die geht in den Sumpf. Nachteil der Pontonbrücken ist, dass kein Nachschub drüber kommt. Das heißt, es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, dass ich hier die entsprechenden Übergänge sichere. Und ganz wichtig natürlich Tiraspol, um meinen Nachschub hier über die Gleise überhaupt ranbringen zu können. Ja, hier machen wir keine weiteren Angriffe. So, im Hintergrund hört man meinen Kater schreien. Der schreit wahrscheinlich, weil er seine... Die Katze gerade nicht... Samson! Ist schon gut jetzt. Das kommt auch gleich. So. Schmau. Frage ist,
Die ist ja noch nicht mal mehr im Nachschub hier. Ein logistischer Albtraum. Ne. Dafür mal keine Angriffe mehr. Schauen wir uns mal die Versorgungslage an. Wir haben keine LKW mehr da. Unsere Einheiten sind aber... Ah, hier unten wird es natürlich bitter. Wofür ist denn der Nachschubpunkt hier da? Ist eigentlich nicht nötig. Den nehme ich mal weg. Was haben wir da noch für Karten eigentlich? Opel Blitztransport. Nachschubtransport hätten wir auch noch für die Mission. Wenn es hart auf hart kommt. Was haben wir hier noch? 2. Er ist auch nicht wirklich nötig. Den lassen wir aber erstmal vorerst noch. Der ist überhaupt nicht nötig hier. Nehmen wir mal weg. Okay, Runde beenden. Ich bin gespannt, was für ein Massaker der Russe jetzt vorhat. Ah ja, Gegenschlag hier auf meine Panzer. Und den Nachschub zumindest teilweise unterbrochen hier. Das ist aber ein heftiger Gegenangriff unten bei Berchiv. Hier oben halten sie sich gut. Boah, wütender Gegenangriff hier oben. Da beginnt der Rückzug und da muss ich aufpassen, die dürfen wir nicht entwischen. Tatsächlich ziehen sie sich aber teilweise Richtung Westen zurück, was sehr interessant ist. Eine Menge Aktionen hier auf russischer Seite. Puh. Und ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Ich glaube, es wird Zeit, diese Folge zu beenden. Und dann sehen wir uns an, wie wir mit dem Gegenschlag hier weitermachen. Ich muss jetzt mal kurz meine Versorgungslage nochmal checken. Ja, hier vorne ist einiges zusammengebrochen. Das ist klar. Aber da können wir uns, denke ich, wieder rausbefreien. Ja, ja. Das wird schon klappen. Schauen wir uns an in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch. Servus.